So, heute wollen wir uns bei Google Mail mal mit den Filtereinstellungen beschäftigen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wenn die E-Mails von Google Mail, von diesem Team hier, was wir sehen, diese Willkommensnachrichten, immer wenn die reinkommen, sollen die an ein bestimmtes Label weitergeleitet werden. Label sind eine Art Ordner bei Google Mail, aber nicht wirklich, sondern ich behafte die einfach sozusagen mit einem Notizzettel und sage so, die E-Mails gehören zu der und der Gruppe. So, das kann ich jetzt folgendermaßen machen. Erst einmal möchte ich natürlich ein Label einrichten. Ich gehe auf Einstellungen, sage Label und sage neues Label erstellen. Das nennen wir jetzt einfach mal Google Team und sagen erstellen. So, jetzt sehen wir das Label hier. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Posteingang und schauen uns die E-Mail-Adresse an, von der die Nachrichten kommen. Ah, die kopieren wir uns einmal. Und die gehen natürlich alle an mich, an jochen.testet@google.com. Gut, jetzt gehen wir zu den Filtern. Wieder über Einstellungen. Dann hier oben auf Filter. Wie wir sehen, sehen wir nichts, ist noch keiner eingerichtet. Und gehen auf neuen Filter erstellen. Jetzt sagen wir, alle Mails, die von Google kommen und an mich gehen, jochen.testet@google.com sollen ausgewählt werden. So, jetzt könnte ich natürlich noch einen Betreff angeben und sagen, alle E-Mails mit dem Betreff Jobangebot sollen mit dem Label Jobangebot behaftet werden. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir können natürlich nur sagen, Mails, die so und so viele Wörter haben, sollen auch belabelt werden. Gut, jetzt gehen wir erstmal weiter. Und jetzt schlägt er uns diese drei E-Mails hier vor, aus dem Posteingang, und fragt, was wir damit machen wollen. Wir können natürlich auch sagen, alle E-Mails, die vom Google Mail Team kommen, sollen gelöscht werden. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ein Label anbringen. Und dann nehmen wir das Google Team. Oh, Google Team geschrieben. Naja. So, wir sagen jetzt auch gleich, Filter auf drei passende Konversationen anwenden, also E-Mails, und sagen Filter erstellen. Jetzt sehen wir unter Filter, dass hier eine eingerichtet wurde. Von dieser E-Mail-Adresse an diese und an das Label. So, jetzt gehen wir mal auf Google Team und siehe da, hier sind die Mails drin. Er zeigt natürlich nur zwei an, weil eine schon gelesen ist. Gut, wie gesagt, sie verbleiben noch im Posteingang, aber sie sind jetzt gelabelt. Und das war's auch schon.